In diesem Video geht es um den Kaufentschluss und die Regeln aus Sicht des Verkäufers. Also die Frage lautet, welche Regeln muss der Verkäufer beachten, um den Kaufentschluss des Kunden herbeizuführen? Nun, zunächst einmal ist die erste Regel, er muss die Kaufbereitschaft erkennen. Man weiß, dass der Kunde, ehe er etwas kauft, verschiedene Stadien durchläuft. Ja, von hier, sagen wir mal, bis hier. Hier ist dann der Zeitpunkt des Kaufes und hier ist der Zeitpunkt, wo der Kunde vielleicht noch gar nichts über das Produkt weiß. Und dann durchläuft er von links nach rechts verschiedene Stadien. Erstmal er informiert sich, naja, mal gucken. Dann ist er doch interessiert, stellt genauere Fragen. Dann ist er jetzt richtig interessiert und überlegt, wie kann ich das finanzieren? Und dann kauft er. Ja, so oder so ähnlich. Natürlich hängt das auch ab von der Wertigkeit des Produktes. Ja, das ist jetzt nicht der Spontankauf von einem Eis am Stiel, sondern es ist der Kauf einer hochwertigen Stereoanlage, eines Autos, eines Computers und so weiter. Die Kaufbereitschaft erkennen. Das heißt, wo steht der Kunde? Steht der Kunde hier oder steht der Kunde hier? Das ist die erste Kunst. Das muss der Verkäufer erspüren. Dann kann natürlich diese Kaufbereitschaft vorbereiten. Vorbereiten der Kaufbereitschaft. Und wie kann er das machen? Durch eine gute Argumentation. Wobei Argumentation ein Teil des Verkaufsprozesses ist. Und sicher eine Regel, aber ich glaube persönlich nicht, dass der Kunde, dass man den Kunden zum Verkauf bzw. zum Kauf, muss man ja sagen, zum Kauf argumentieren kann, hinargumentieren kann, sondern mindestens genauso wichtig ist eine positive Verkaufsatmosphäre. Dann gibt es eine Sache, die man nicht machen sollte, nämlich kein Druck. Es geht ja um Regeln, ne? Und eine Regel lautet, was du eben nicht machen sollst, du sollst keinen Druck ausüben. Und dann gibt es noch etwas nach dem Kauf, nämlich eine Bestätigung. Eine Bestätigung. Es gibt bei Verkäufern den Ausdruck, der Kunde hat den Kaufkater. Der Kunde hat jetzt eine Menge Geld ausgegeben und jetzt sitzt er da und sagt, war das jetzt das Richtige? Und vor allem dann, wenn es auch viele Alternativen gibt, dann weiß der Kunde nicht, ob es das Richtige ist. Und hier kann man ihm helfen durch eine Bestätigung. Bestätigung seiner Kaufhandlung. Es ist eine alte Erkenntnis, zum Beispiel in der Automobilbranche, dass die Anzeigen für bestimmte Automodelle gelesen werden von den Kunden, die bereits gerade das Auto gekauft haben, weil die ihre Entscheidung irgendwie für sich selber bestätigen wollen, dass sie die beste Alternative gekauft haben. Und hier kann der Verkäufer helfen, indem er den Kauf bestätigt. Natürlich muss er das geschickt machen. Ja, ich habe mir mal einen Mantel gekauft, weil ich irgendwann mal den Anfall hatte, dass ich einen Mantel bräuchte. Heute weiß ich nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber da habe ich einen Mantel gekauft. Und weil ich mich damit Mäntel überhaupt nicht auskannte und so weiter, war ich auch entsprechend unsicher. Und dann hat der Verkäufer zu mir gesagt, der hat genau auf sie gewartet. Und das fand ich gut. Ja, das war eine sehr geschickte Bestätigung meiner Kaufhandlung. Das war dann irgendwie auch das letzte Modell von irgendeiner, weiß ich nicht, Serie oder wie man da sagt.
Ja, der hat genau auf sie gewartet und das ist eine geschickte Bestätigung für mich für diesen Kauf gewesen. Ja, natürlich muss der Verkäufer vor allem immer die Fähigkeit haben, sich auf verschiedene Typen einzustellen. Ja, das ist vielleicht die zentrale Qualität eines Verkäufers. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.